Eine einsame Insel in den Tropen. Ringsum nur der Ozean. Was wäre, wenn man hier strandet? Ein thailändischer Fischer hat uns nach Koh Kham gebracht. Eine Geisterinsel mit einer verlassenen Hotelanlage. Hier mussten wir 24 Stunden wie schiffbrüchig überleben. Und das war ein echtes Abenteuer. Wie krass, Benny. Der Fischer ist jetzt weg. Ich hoffe, der kommt uns morgen wieder abholen. Wenn er sein Boot leer geschöpft kriegt, auf jeden Fall. Boah, es ist so unfassbar warm und hier fliegen auch schon irgendwelche Mücken überall rum. Ey, müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir sind übrigens hier vor Koh Mak, also die Insel liegt in der Nähe von Koh Mak, da wo wir die Deutsch-Challenge gedreht haben, ja, und ihr hört schon überall Grillen und es hat auch schon ein richtiges Robinson Crusoe-Dschungel-Feeling auf jeden Fall. Das ist nicht irgendeine kleine Insel, nein, hier gibt es sogar ein verlassenes Luxusresort, das ungefähr vor 3 Jahren aufgegeben wurde, beziehungsweise der Bau wurde aufgegeben. Scheinbar hat es da ein bisschen Probleme mit der Genehmigung gegeben, werden wir uns natürlich gleich noch anschauen. Aber erstmal schnitzen wir uns eine Waffe, denn hier gibt es auch kleine Spinnen, Skorpione und vielleicht sogar Schlangen, wir wissen es nicht ganz genau. Aber damit wir so einen Stein umdrehen können oder so, ist so ein Stöckchen mit Spitze wahrscheinlich nicht verkehrt. Irgendein Bau gewesen sein. Sieht schon nicht so natürlich aus, wie das hier gewachsen ist. Mit so Häufchen. Da vorne ein paar Schiffe, die irgendwie langfahren. Ist das nicht krass hier, Leute? Guckt euch das mal an, ey. Ein echtes Paradies. Noch war alles wunderschön. Und wir haben ja ein bisschen uns rationiert, aber auch nicht so viel zu essen dabei. Was haben wir denn? Nee, also insgesamt haben wir echt nur ein paar Snacks, ein bisschen Wasser, Schnur, eine Taucherbrille, 2 Messer und eine Taschenlampe für die Nacht. Ja, und ein paar Challenges von euch haben wir ja auch bekommen. Wir sollen zum Beispiel versuchen, uns einen Fisch im Meer zu fangen oder eine Kokosnuss von der Palme zu holen, weil die kann man ja auch essen oder trinken. Ja, mal gucken, ob das was wird. Für heute langen die Snacks, denke ich noch, aber zum Frühstück müssen wir dann wirklich gucken, was wir kriegen. Und apropos Essen, was ist eigentlich euer Lieblingsessen? Schreibt es mal in die Kommentare. €1000 die Nacht oder mehr für richtige Luxuspersönlichkeiten. Und man sieht hier schon in diesem wunderbaren Pool, wie zugewachsen das ist und wie das mittlerweile aussieht. Also richtig, richtig krass. Es ist nie eröffnet worden. Wie gesagt, vor 3 Jahren wurden die Arbeiten gestoppt und dann ging es ja auch nicht mehr weiter. Und ich habe schon die Taschenlampe bereit, weil teilweise müssen wir richtig tief rein und schauen uns das mal an. Guck mal hier, da liegt schon der wunderbare Schuh. Also Benny, falls du Schuhe brauchst zufälligerweise, ne? Hier, es ist einfach krass, weil man muss einfach in den Raum werfen. Die Arbeiter, die haben das Ding von einem Tag auf den anderen verlassen und hier liegen teilweise noch komplette Werkzeuge, alles mögliche liegt hier einfach rum. Boah, und hier wurden die ganzen Kabel verlegt schon, ne? Das müssen halt unfassbare Kosten gewesen sein. Ach, guck mal hier! Alter! Richtig krasse Megamuscheln, guckt euch das mal an! Diese riesigen Abwasserrohre und so. Hier ist ein richtiges Loch.
wurde gebuddelt. Vielleicht die Sickergrube für den Kanal oder sowas? Könnte sein. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr euch damit aus. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, gehen wir mal raus und in eine andere Etage. Hier auch Stromkabel überall. Alles voller Ameisen, ey, 20 Stück auf meinem Rucksack hier, die riechen das Essen, was da drin ist. Alles zugewachsen, es sieht aus wie bei Tomb Raider, ey, ohne Scheiß. Lara Croft lässt grüßen, hier Vorsicht, Nägel im Boden, das ist natürlich auch sehr sicher. Das waren riesige Hütten, hier hatte man sogar einen Pool, theoretisch hätte man dann einen gehabt, ja. So Leute, hier sind wir jetzt in einem wunderschönen Schlafzimmer, also ich bin echt begeistert, schade, dass das Ding nicht fertig gebaut wurde. Hier kann man jetzt schön sehen, da vorne wären die Toiletten, hier wahrscheinlich Dusche und hier wahrscheinlich so Badezimmer, Badewanne, wahrscheinlich auch ein Whirlpool oder alles, so wie ich mir das Ding hier vorstelle. Und hier guckt der Strom einfach raus. Ich glaube, die hätten gar nicht mehr so lange gebraucht. Der Rohbau steht ja eigentlich. Ich glaube, die hätten vielleicht noch 6 Monate bauen müssen, dann wäre das wahrscheinlich fertig geworden. Aber so natürlich richtig mies. Junge, Junge, Junge. Hier, das ist schon fast fertig gewesen, das Ding. Hier hat jemand seine Dose vergessen. Boah, guck mal, was der ist da. Oh, meinst du, das ist ein Spinnen gewesen, Benni? Lecker, lecker, lecker. Wahrscheinlich so eine, wie du im Bank was vergessen hast. Und hier sieht man jetzt mal so ein Badezimmer mit Granitbadewanne. Boah, hier hätte ich wirklich gerne Urlaub gemacht, aber machen wir ja quasi. Wie gesagt, es gibt so 10, 20 Villen, ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Es ist einfach traumhaft. Dieses Ding hatte sogar 2 Etagen scheinbar. Da vorne war da noch so ein Pool. Und Vorsicht. Hörst du das? Das hört sich nicht sehr stabil an. Ja, Badezimmer scheinbar alles noch nicht fertig. Schlafzimmer hat man halt auch noch. Das ist riesig. Man hat hier nochmal eine Etage. Nochmal theoretisch ein Badezimmer oder was weiß ich, was hier gebaut werden sollte. Hier, wie gesagt, noch ein Schlafzimmer. Also das Haus, ich tippe mal locker, 200, 300 Quadratmeter, oder? Die Bude. Es ist allerdings so, dass auf diese Insel zwischendurch immer mal wieder Thais kommen oder auch teilweise Thais hier wohnen, die die Insel halbwegs in Schuss halten, damit hier nicht alles reinfällt. Ja? Und ab und zu kommen natürlich auch ein paar Touristen, wie wir. Hier haben wohl die Arbeiter gewohnt und im Dschungel zerfällt natürlich alles super schnell. Guckt euch das mal an. Da würde ich jetzt, glaube ich, nicht mal drauf gehen, weil das sieht echt übel aus. Hier die Bank komplett zerfallen, ey. Hält gar nichts mehr. Schon ziemlich krass. Guckt euch mal die Toilette an, Alter. Ey. Das Ding ist natürlich auch komplett zerfallen. Und dieser Sand, der ist einfach puderzuckerweiß. Der wurde wahrscheinlich sogar hierfür extra angekarrt damals. Heieiei, was das gekostet haben muss, alles zu so einer Insel zu bringen. Und es ist teilweise so viel fertiggestellt und dann einfach, hey, keine Eröffnung. Da ist gerade irgendwas lang gelaufen. Wir wissen aber nicht, was es ist, haben da ein fettes Rascheln gehört. Wir müssen uns jetzt hier Äste besorgen für unseren Unterschlupf irgendwie. Alles voller Moskitos. Es ist jetzt echt mega dunkel geworden und wir wissen nicht, ob wir nochmal in den Wald gehen sollten, um uns Sachen zu holen. Aber hier sind überall Baustellen und deswegen werden wir uns jetzt einfach hier ein paar Bretter nehmen. Da ist gerade ein Vogel reingeflogen, Leute, wenn wir uns hier das Holz stibitzen. Ja, nimm das mal mit. Komm, wir nehmen jeder so ein paar Dinger und dann gehen wir da vorne zum Strand, bauen uns was auf. Die Bretter sind unten, der Benni holt gerade noch das letzte.
Da ist er, der gute Mann. Benny versucht jetzt hier fachmännisch wieder ein Loch zu buddeln. Das muss natürlich recht tief sein, weil die Stöcke jetzt sehr dick sind. So war das eigentlich nicht geplant. Aber wir geben mal unser Bestes. Die Behausung steht. Die Behausung steht. Guck mal, der Benny geht da jetzt rein. Oh Gott, da fliegen schon voll die Viecher hier rum. Es ist so heftig. Hier liegt ein toter Gecko in unserem. Nee. Nein, hier liegt echt ein toter Gecko. War der in diesem Netz oder was? Ich weiß nicht, ich glaube, der war im Sand. Begrab ihn einfach. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, Benny. Habe ich recht? Mm, Köstlichkeit. Ist das. Ey, da ist ein Schiff. Da ist ein Schiff in der Ferne, Alter. Die können uns vielleicht hier von der Insel holen. Seht ihr uns? Seht ihr uns? Hilfe! Noch ein toter Gecko. Ey, hier ist echt voll der Gecko-Friedhof. Ach, guck mal, der Benny. Ja. So, Leute, wir haben Stöcke gesucht und jetzt wird Feuer gemacht. Ich hoffe, das brennt. Und ich hoffe, das funktioniert auch. Wir haben Feuer gemacht, Junge. Wir haben Feuer gemacht. Ja, ich hoffe es. Immer noch Holz. Vorsicht, Benny. Da ist irgendwas im Gebüsch. Leute, hört ihr das? Wir hören da irgendwo in der Ferne Stimmen und es ist ein Generator an. Wahrscheinlich dieser alte Generator oder so. Wahrscheinlich hat den irgendwer angehauen. Vielleicht hat hier einer Strom. Vielleicht einer von den ehemaligen Arbeitern. Oder hier von diesen Inselleuten, die hier aufräumen sollen. Da gibt es ja so welche, die dann hier das ganze Ding zumindest halbwegs sauber halten noch. Ich weiß nicht, ob die hier wohnen. Kann sein. Wir hören hier auf jeden Fall Stimmen und das mitten in der Nacht. Ja, wir werden jetzt gleich da schlafen gehen und mal gucken, wie die Nacht dann wird. Benny, freust du dich? Ja, es geht so. Ich freue mich, wenn wir das überstanden haben. Freue ich mich auch. Ich freue mich, wenn morgen früh ist. Und ich hoffe, es gibt kein Unwetter, denn es soll noch ein Unwetter geben. Das kommt noch erschwerend hinzu und wir hängen dann hier auf dieser Insel. Na toll. Sieht man das, was hier vor mir herfliegt? Sieht man das? Ja, es ist zu krass, Leute. Es ist echt der Hammer. Oh mein Gott. Meine Lampe zieht hier so ziemlich alles an, was es hier gibt in dieser Welt. Ich muss sagen, das ist mit die toughste Challenge, die ich hier gemacht habe. Weil hier ist es irgendwie noch krasser als im Dschungel, weil es auch so übertrieben heiß ist. Was zur Hölle sind das denn hier für Spuren? Ja, scheint übrigens ein Bojo zu sein, kein Schiff, das uns retten könnte. Aber es ist ein krasses Experiment und wir versuchen jetzt mal hier zu schlafen. Es ist ultra warm, es ist super ungemütlich. Aber hey, ist auf jeden Fall eine neue Lebenserfahrung, ne Benny? Gute Nacht. Gute Nacht, auch da bist du. Gerädert. Es ist einfach ultra warm, noch viel wärmer als in dem Dschungel, weil wir da auf 1000 irgendwas Meter Höhe waren. Da wurde es ja nachts teilweise ein bisschen frischer. Hier ist es einfach grill them all. Wie am Tag. Wie am Tag. Es wird einfach, ohne Sonne. Es wurde einfach nicht kälter. Und dann steht da plötzlich ein Typ vor unserem Unterschlupf her und sagt, what are you doing? No sleep, no sleep. Und ich so, wow, was geht da? Ja, und scheinbar gibt es hier wirklich so ein paar Thailänder, die auf die Insel aufpassen und die waren gar nicht so begeistert, dass wir hier geschlafen haben, weil das eigentlich nicht erlaubt, also nicht nachmachen. Ja? Er hat uns natürlich jetzt trotzdem auf der Insel gelassen, der war ja auch nett. Ne? Die waren ja, also die waren nett, also jetzt nicht schlimm gewesen in dem Sinn, aber man darf es nicht machen, also nicht nachmachen. Bitte. Ja, sollte man nicht machen. Mich haben auch noch Ameisen so richtig schön, die kamen natürlich unter unserem Mückenunterschlupf. Ja? Die sind dann schön durch den Sand und haben sich noch schön an meinen Wunden geleckt. Ich sag euch, wir sind ultra fertig und wir haben nichts mehr zu essen. Ist natürlich auch saugeil, ja. Ein bisschen was zu trinken haben wir noch. Also wir haben die Robinson Crusoe Challenge vielleicht ein bisschen zu ernst genommen. Ja. Ich habe gesehen, da vorne gibt es so einen kleinen Spieß, den habe ich eben gefunden. Und damit probieren wir jetzt gleich mal einen Fisch zu fangen. Notfall bauen wir so eine provisorische Angel. Bin ich mal gespannt, ob du was fängst. Ja, ich glaube auch nicht. Du kannst aber gerne auch mal probieren. Nein, ich nehme mir lieber eine Kokosnuss. Ja, Kokosnuss probieren ist auch mal zu organisieren. Aber Leute, ich sag euch, stell dir jetzt mal vor, ganz alleine, total desperate, hier monatelang, du weißt nicht, ob du abgeholt wirst, dann ist es wirklich einfach der Horror. Dann wollen wir mal, los geht's mit dem Fischen. Ich werde wahrscheinlich überhaupt nichts fangen, weil ich bin ja kein Profi, aber Anglerprofis können ja mal reinschreiben, wie man sowas eigentlich am besten macht. Was ich schon gefunden habe, ist eine Glühbirne.
was sie auch immer die im Meer sucht. Das ist schon sehr traurig, dass unsere Meere so verdreckt werden, Leute. Echt. Da sind Fische, da vorne. Ich weiß nicht, ob man es sieht, so ganz kleine schwarze. Verdammt! Seeigel, die sind riesig, die kann man theoretisch essen, das Innenleben von denen. Guck mal, ich habe hier was gefunden zu futtern. Hm? Heute auf dem Grill, Benni. Mmh. Ich glaube, das lassen wir lieber sein. Bah. Ist das eine Seegurke oder was soll das sein? Keine Ahnung. In diesem Flachwasser hier sind halt nur so ganz kleine schwarze Fische, ey, die sind so schnell, die kriegst du niemals. Da ist eine Kokosnuss, die schon vom Baum gefallen ist. Die ist jetzt schon so alt, dass schon wieder eine neue Palme da rauswächst. Aber die werde ich jetzt mal verwenden, um eine reife Kokosnuss da runterzuholen, hoffentlich. Ja! Ja! Die ist da in so ein Loch geflogen. Der Benni muss jetzt da rausfischen irgendwie. Benni, du machst das toll. Mit den Füßen. Ja, Robinson Crusoe. Oh nein! Also irgendwie sind die braunen Kokosnüsse hier scheinbar alle durch. Ich glaube, wir sollten doch mal hier uns an eine grüne wenden. Vielleicht finden wir auch noch eine, die hier irgendwie rumliegt. Boah, Alter, du hättest mich bei einer Kokosnuss erschlagen. So, mit der Nuss hier haben wir echt Glück gehabt, weil wenn man die schüttelt, hört man nichts gluckern. Das heißt, die ist voller Flüssigkeit, fühlt sich auch echt schwer an. Ja, und diese grünen Kokosnüsse, da kann man dann das Kokoswasser raustrinken und das ist auch echt gesund. Das werden wir gleich mal probieren. Im Gegensatz dazu haben wir hier nochmal eine, die deutlich reifer ist. Hört man? Gluckern. Also da ist Luft mit drin. Ja, könnte sein, dass man das Fruchtfleisch essen kann, aber ich glaube, die ist eher schon durch. Wir machen die trotzdem mal auf. Sieht sehr gammelig aus, wenn ich ehrlich bin. Aber gucken wir mal rein. Probieren wir mal irgendwie. Wir brauchen Stöcke, Messer hin und her. Genau. Ziehen wir uns jetzt mal zurück in den Schatten und probieren mal die Kokosnüsse zu öffnen. Alles dicker als man denkt, ey. Damals! Da ist es! Yeah! Boah, geil! Alter, wir haben es geschafft! Wir werden überleben! So eine frische Kokosnuss wirst du nie wieder essen. Nee. Oder trinken. Nie wieder. Prost, Benni. Ja, trink. Teste dir mal. Ja, trink. Das ist nämlich echt köstlich. Ja, ich finde es auch köstlich. Oh, verschwende nicht so viel. Komm in so einen Gruß, das ist unser Frühstück, Alter. Ah. Prost! Okay, jetzt probieren wir hier mal so einen Trick mit dem Stock. Ich hoffe, das funktioniert. Wir machen jetzt aber nur mal auf. Man kommt hier ziemlich gut rein. Ja, komm schon, das klappt doch. Man merkt, wie sie schon reißt. Ja. Ja, Mann. Ja. 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 Okay, ich glaube, das langt, oder? So, da sieht man jetzt die schöne Nuss, die da zum Vorschein kommt. Ja, die hat ein Gesicht, das sind immer so drei Löcher. Und an den Stellen kann man die auch am besten dann aufbrechen, zum Beispiel mit einem Schraubenzieher oder auch mit einem spitzen Gegenstand. Stock im Notfall. Genau, Stock im Notfall. Und das kennt ihr sicher auch aus dem Supermarkt in Deutschland. Ne, die Dinger kann man da kaufen. Wir sind jetzt leider ein bisschen spät dran, muss man sagen, denn hier ist es schon gekeimt. Ja, da wächst schon eine neue Palme raus und ich glaube, die ist dann nicht mehr so essbar. Und es funktioniert tatsächlich, die auch mit so einem Stock aufzubrechen. Also, falls ihr mal irgendwo standet, wie gesagt, super Brennholz, super essbar, super trinkbar. Die Kokosnuss ist wahrscheinlich der Lebensretter. Bennys Verletzung war zum Glück nicht ganz so tragisch und unsere Abholung war ohnehin schon unterwegs zur Insel. Für uns waren es nur 24 Stunden und irgendwie auch eine tolle Lebenserfahrung. Doch was macht jemand durch, der wirklich monatelang auf einer solchen Insel festhängt und nichts zu essen und zu trinken hat? Auf der anderen Seite ist es immer wieder erstaunlich, wie man mit der Natur leben kann und wie wunderschön sie doch ist. Wenn euch unser kleiner Film gefallen hat, dann haut doch mal den Daumen nach oben und hinterlasst einen Kommentar. Abonnieren und Glocke aktivieren kann natürlich auch nicht schaden.
Vielen Dank fürs Zuschauen und auf ins nächste Abenteuer.